So, hallo meine Damen und Herren, Leipzig wächst und willkommen zurück zur nächsten Folge von Railway Empire. So, gehen wir auf Fracht. Sagen ja. Das ist keine Lokomotive, sondern fahrender Schrotthaufen. Maul. So, wir ersetzen alle. Wo steht da? Nur Fracht. Yes, that's a corrector. Nur Fracht. Nur Fracht, 13 Dinger. Da sind allerdings auch die dabei, die keine Expresslinien sind. Wir sortieren mal nach Loktypen. Das sind alles unsere Expresszüge. Und hier sind aber auch die Frachtdinger dabei, ne? Ja. Gut, aber Frachtdinger müsste ich sowieso mal gucken. Also, wir haben Berlin-Brandenburg zweimal und Fracht. Naja, okay. Berlin-Cottbus zweimal ohne Fracht. Ist richtig. Dresden-Cottbus. Dresden-Cottbus-Fracht. Ja. Ja, der wird auch nicht wenig Geld machen. Leipzig-Dresden ohne Fracht. Leipzig-Weimar ohne Fracht. Achso, ich habe hier übrigens alle wieder zugewiesen. Optionatoren, unwichtig. Und dann haben wir noch Weimar-Magdeburg, Weimar-Magdeburg und Weimar-Magdeburg-Fracht. Absolut korrekt. Ja. So muss es aussehen. Und das Bankkonto sieht auch dementsprechend gut aus. Sehr schön. So, dann holen wir uns noch Zwickau. Dazu wollte ich aber Dresden erweitern. Ach Quatsch, wollte ich nicht. Ich habe ja die Bahnschiene schon gesetzt. Oh, ja, ich muss ja noch einen Bahnhof setzen. Ja, ja, ja. Geil, 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 geil. So, knallen wir hier rein. Zack. Den verschieben wir einfach. Puh, keine Ahnung. Auf. Ja, machen wir auf 2, weil dann können wir Holz holen. Für 100.000. Zack. Ich gehe mal von aus, ja, ihr werdet auch wieder beide Wurst produzieren. Zwickau errichten. Dresden, Zwickau. Nur Passagiere und Post. Mit einer Reindeer. So, halt. Versorgungsturm, neue Gleise. Naja, wir kennen es ja. Achso, wenn es ab und zu mal donnert, keine Angst. Das ist das Unwetter. So, wo ist das Teil gesetzt? Da. Dann knallen wir es einfach mal hier hin. Da. Abstand, Abstand. Da ist das. Da ist das. Da ist das. Und hier müssen wir es so ansetzen. Sehr schön. 16 Bahnhöfe angeschlossen. Ja, 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 ja. Absolut richtig. Dresden-Zwickau auch komplett voll. Sehr gut. Holz. Ah! Holz brauchen wir immer, ne? Es war gar nicht so verkehrt, dass ich da mal drauf geklickt habe. So. Holz brauchen wir immer, dementsprechend also Holz. Ganz ehrlich. Genau, der bringt ein Holz. Vielleicht müssen wir das Ganze hier auch mal ein bisschen effektiver bauen. Kann ich hier nicht rangehen einfach? So, da haben wir nur den kleinen Bogen, den wir setzen. Gut. Dieser Zug hier. Zuglinie bearbeiten. Nur Fracht. So. Ich glaube, das gleiche werden wir hier oben auch machen. Du kannst jetzt Büropersonal einstellen, verschiedene Vorteile zu erlangen. Ja, haben wir denn jetzt mal jemanden? Oh, Buchhalter, guck mal an. Reduziert durch die Anwendung verschiedener Steuertricks die Kosten erfolgreicher Aktionen um 20%. Naja, gut, bevor wir gar nichts haben, nehmen wir den. Und zwar die Teile hier. Okay, der ist voll. What? Ernsthaft, der ist voll? Ah,
Alter, wie groß ist denn dieser Betrieb bitte? Stufe 3 schon, krass. Nicht Signalmodus. So, ist das Teil auch voll? What? Zwicker wächst. Alter Schwede. Was war der Analysist? Senkt damit den Aktienkurs eines Unternehmens. Okay, krass. Auch voll. Haben wir hier Mangel? Ja, eigentlich nicht. Was könnten wir machen wieder? Wobei zwei so eine Teile erscheint mir ein bisschen viel, muss ich sagen. Wir haben sogar nur ein freies Gleis in Berlin. Ah ja, stimmt. Da könnten wir entweder Salz machen oder ich wollte hier die Schweinswolle, ne, die Schafwolle machen. Schweinswolle vor allen Dingen. Naja. Die guten alten, Goldschweine, die ich so zu Hause habe. Aber nur ich. Ihr nicht. So, erhöht den Transport, Vergütung pro Frachtwaggon. Machen wir. Okay, die Beate von Pomp geht mir schon wieder richtig auf den Sack. Ganz ehrlich. Scheiß jetzt auf die Expansion. Ich kaufe jetzt Beate von Pomp auf. Das hat sie sich jetzt einfach verdient, die Alte. Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Du treibst den Preis in die Höhe. Ja, es gibt... 9000 fehlen noch. Ich glaube, wir schaffen es. So, der Zug fährt auf einer Route aufgrund der hohen Steigung. Ja. Aufgrund der hohen Steigung. 2% ist die Steigung. Ja, das wird er ja wohl hinbekommen. Ja, das ist ja. Wirklich. So und nicht anders. So, du transportierst, naja. Die anderen Züge. Naja. Ja, das ist okay. Also, okay. Voller geht's nicht. So, da kommt noch, naja. Okay, der ist voll immerhin. Was ist denn hier in Brandenburg eigentlich lieber los? Ganz ehrlich, Brandenburg müssen wir jetzt auch mal ausbauen. Das geht so nicht weiter mit Brandenburg. Ganz ehrlich, so geht das nicht weiter. Quatsch. Ich hab die jetzt trotzdem, ne? Nee. Hier wollte ich hin. So, das können wir schon mal vorsichtshalber bauen, denn wir werden hier jetzt umdisponieren. Und zwar muss das auf die 3, das auf die 2. Dann können wir uns nämlich die ganzen Signale sparen. Jetzt theoretisch das hier mal abreißen. So, und jetzt geht's von der 3 dahin. Wie kann ich das klemmen? Das geht nicht, ne? Ja, wunderbar, so geht's. Was ist das hier für ein Bogen? Hallo? So. Alter, dieses... Ich switche jedes Mal. Was ist jetzt los? Wieso kann ich das nicht bauen?
ganz ehrlich, ihr macht mich so fertig. Diese Kackecken. Ja, weiter, komm. Weiterbauen. So. Nochmal neue Signalanlagen setzen. Hier nochmal einen Zwischenteil. Und hier vorne. So, dann geht ihr nämlich auf die 3. Dieser Zug hier, ich hoffe, der geht automatisch auf die 3 jetzt. Magdeburg-Brandenburg 2. Wo ist das Frachtding? Nach Namen. Doch noch eine neue Zuglinie. Magdeburg-Brandenburg-Fracht. Gibt's natürlich nicht. Logisch gibt's sie nicht. Ach Gott. Okay, der hat eine zufällige Panne. Wahnsinn. Einfach nur warten, bis der blöde Zug hier endlich von seiner Panne wieder sich erholt. Oh Gott, Alter, 5 Leute. So, haben wir schon. Neuer Bewerber, Spion, Analyst, unwichtig. Das bitte abreißen. So, dann können wir uns nämlich hier auf die Signale klemmen. Obwohl, das nicht. Das passt auch. Wunderbar. So, dann haben wir das umgebaut. Warum habe ich das gemacht? Ach ja, genau. Damit hier einfach nicht so viele Züge auf einmal sich alles teilen müssen. Deswegen habe ich das gemacht. So, Zugbegleiter. Und jetzt kümmern wir uns also erstmal darum. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen jetzt. Aber das ist nicht das, wo ich hin wollte, sondern ich wollte genau hier hin. So, Beate. Du dreckige, dreckige Otze. 3,9 Millionen. I don't care. Ich kaufe jetzt erstmal 50% deines Anteils. Mit einer Investition in mein Unternehmen machst du nichts falsch. Und spätestens in einem Jahr wirst du gar nicht mehr existieren. So, erhöht die Zuverlässigkeit, senkt die Kosten. Nee, dann machen wir erstmal Zuverlässigkeit. Gemischt. Gemischte Sauna. Gemischt. Was ist das? Ein Betriebsschlitz zum Verkauf. Da hinten. Ich habe mal kein Recht, überhaupt zu bauen. Da in Tschechien oder keine Ahnung, ob das schon Österreich ist. So, Berlin ist gewachsen, wie wir gesehen haben. Ah ja, wir können einen neuen Betrieb bauen. Ja. Salz, Schweine, Holz. Das können wir alles nicht machen. Das können wir nicht. Das können wir leider nicht. Also Salz haben wir vor der Haustür. Schweine, wo sind denn Schweine? Da unten wären Schweine. Da hätten wir Milch. Die Molkerei kenne ich noch nicht. Ja, innerhalb einer Stadt, aber im Gebiet Mobler, der kleine Abschnitt. Kann ich eine Milch bauen? Also eine Molkerei meine ich. Ab wann braucht man Käse? Ab 55.000. Kann ich eine Molkerei bauen? Industrie. Okay, wird noch in keiner Stadt nachgefragt, deswegen kann ich es nicht bauen.
Ist das eigentlich eine Verarschung? Warum gewittert es hier gerade übelst über Berlin in dem Spiel und bei mir vor der Haustür auch? Ja, Ironie. Ironie ist das doch. Alter, ich kann hier nichts anbauen. Tut mir echt leid. Werde ich denn beliefert mit Kartoffeln? Okay, wo sind denn hier Kartoffeln überhaupt? Gibt es hier irgendwo einen Betrieb, der Kartoffeln mir produzieren könnte? Da hinten. Der ist auch genau um die Ecke. Es gibt nichts. Ich kann hier nichts produzieren. Schweine gibt's nicht. Hopfen ist arschweit weg. Lebensmittelindustrie kann... Bäckerei haben wir schon. Obst gibt es gefühlt gar nicht in, auf dieser Welt. Gibt es hier irgendwo Obst? Nee, mal wirklich, hier gibt es Obst. Warum gibt es denn im Osten kein Obst? Also ich meine, klar, man musste es früher auch importieren, aber... Da oben gibt es Obst. Alter. Es gibt einfach nichts hier. Also wirklich gar nichts. Zuckerrüben. Scheiß Feldspalt. Ganz ehrlich, kann ich nichts anbauen. Also eine Molkerei später, ja. Aber sonst können wir hier nichts machen in Berlin. Bevor wir gar nichts haben, bauen wir so eine Kack-Sauerkrautfabrik. Weil dann können wir nämlich hier auch das Salz nach Berlin bringen. Meier Senke. Nein, das ist doch nicht wahr, oder? Nein, ich habe es doch extra so gebaut letztens. Sag ich doch, dass es durchgeht. Oh, jetzt wäre ja auch fuchsig geworden wäre ich jetzt. Fuchsig wäre ich da geworden. So, sehr schön. Dann einen neuen Zug. Fracht mit der American. G&M American. Wir holen Salz nach Berlin. Obwohl ich weiß, dass wir es nicht verarbeiten können. Wir holen Salz nach Berlin. Reporter, oh. Ach, stell dich nicht so an. Ein bisschen schlechte Presse hat noch niemandem geschadet. Wird mir so eine innere Befriedigung geben, wenn ich dich aufkaufe. Vollkoffer, Zagelschlag auf. Aktuelle Auslastung 85,7%. Wo ist denn eigentlich der Transporter hierfür? Da, mit 3 Holz. Naja. Auch nicht so die pralle Wucht, ne? Unternehmen, wir kaufen Beate von Pomp auf. Eieiei, es wird sehr teuer. Nein, minus gemacht. Zufällige Panne. Reporter. Da. Über eine reduziert dessen Panne. Nee, ich hätte gern mein Passagieraufkommen verbessert. Ja. Erhöht. Wieder voll. Wahnsinn. Cottbus. Gleiche Problematik. I cannot do anything in Cottbus. Doch, kann ich. Kann ich ganz wohl. Und zwar die Schneiderei. Wolle können wir liefern. Und Schuhe. Leder kriegen wir von unten. Jo.
Absolut. So machen wir's. Sind der Scheiß-Transporter hier. Brezeln. 500.000 brauche ich. Und da bauen wir hier die Fabrik Schneiderei. Dann stellen wir irgendwas her. 11 Millionen, sehr gut. Hier so eine Klamotten her. Die war ab 41.000. Ja, haben wir gleich in Berlin. Oder bald. Dann kann man nämlich die Klamotten loswerden. So, Berlin auch erst die zweite Stadt, die Stufe 3 erreicht hat, ne? Nee, Koblenz ist auch schon Stufe 3 jetzt. Koblenz. Aber unser Konkurrenz ist. Konkurrent ist. Und München ist jetzt auch Stufe 3. Ja, genau. Das ist die perfekte Industrie. Genau so. Das ist nämlich der Marktschreier, den ich verlangt habe. Komfort. Genau so ist die perfekte Industrie. Wurst, also hier quasi Wursterei, Schneiderei. Alles in einem. Ach, genau das gleiche möchte ich hier unten auch machen. Deswegen ist es eigentlich übelst beschissen, in Cottbus jetzt eine Schneiderei zu bauen. Weil ich alles in... Ach, das kann ich in Dresden gar nicht machen. Okay, wir müssen es in Dresden machen. In Cottbus. Weil Dresden, Leipzig... Ist egal. Weimar, Zwickau, alle haben keine Schaf... Wolle in der Nähe. Okay, dementsprechend muss ich es also machen. Eisenerz. Ganz ehrlich, was kann ich denn aus Eisenerz machen? Stahl. Stahlindustrie, sehr gut. Kriegen wir hin. Ja, wenn ich. Ich kann. Achso. Was ist das denn? Konserven kann ich machen. Aus Stahl und Sauerkraut. Naja, okay. Wem es gefällt. Ein neuer Wachmann. So, was haben wir denn eigentlich hier an der Forschung? Gemischt. Brauche ich gemischt? Eigentlich brauche ich gemischt überhaupt gar nicht. Was haben wir hier? Reduziert Wartungsbedarf an Lokomotiven. Das können wir schon mal machen. Senkt die Kosten. Auktion, das ist egal. Die klaue ich mir irgendwann. Okay, machen wir hier Ticketpreise als nächstes. Ah, was ist das? Erhöht die Dauer der Passagiere, die auf einen Zug warten. Auch nicht schlecht, da. Ah, scheiße, gehen wir hier lang. So, 500.000. Nein! Wer zum Teufel? Wer zum Teufel kommt denn auf die Idee, hier eine Brauerei hinzubauen? Mann, jetzt muss ich wieder Geld ausgeben, um die Fabrik zu kaufen und abzureißen und eine neue zu bauen. Das sind wieder dreifache Kosten. Oh Mann, welcher Volldepp baut denn hier eine Brauerei hin? Mann, da muss ich aus Frust schon wieder Anteile kaufen von Beate Pomp, wirklich. Falls mich so aufregt. So, hier nochmal 10%, 70%. Ja, die Schwäbische Bahn, München Mobil, Stahlbahn Nord. Ach, die Stahlbahn Nord. Gegründet 1933. Wobei Stahlbahn Nord könnte auch irgend so eine. Könnte auch die Eisenbahngesellschaft aus Wolfenstein heißen oder so. Stahlbahn Nord. Schön. So, und wen kaufen wir auf? Die Schwäbische Bahn. Okay. Ja. Also die Schwäbische Bahn ist in Hamburg und weit und so, ja, in Hamburg und so weiter angesiedelt. Stahlbahn Nord. Ich guck mal ganz kurz noch auf die Farbe. Stahlbahn Nord in München. Und München Mobil in NRW. Also, beziehungsweise, naja, hier, Hessen ist das hier ja noch. Kassel, weiß gar nicht, ob das auch noch Hessen ist. Also die... Von den Namen her sind sie alle verkehrt. Alle drei. Ganz klasse. Super. Mann, Alter, wie teuer ist denn die scheiß Fabrik? 247.000, ja. Kann sich doch eh keiner leisten. Ja. Diesen Schrott wollte außer dir keiner. Ich werde ihn auch einfach abreißen.
240.000. Oh, es ist so bitter. Ah, so eine Fehlinvestition. Aber ich muss das machen, um die Betriebe hier oder um die Städte weiter voranzubringen. Deswegen habe ich leider keine andere Wahl. Leider nein. Leider nein.